Ja, hallo und willkommen zurück bei Nachtmaßtraum mit Lost Fair. Wir sind in Kanatas Erinnerung, also in seinem Kopf, und müssen Krom da rausboxen. Und gucken wir mal, was wir hier so alles treiben können. Auch von den Strudel. Ist der Geier, wo es dahin geht? Nanu, ist das die imperiale Hauptstadt? Sieht so aus wie die Hauptstadt, aber da stimmt was nicht. Vielleicht ist sie, bevor sie zur Hauptstadt wurde. Kanata hätte sich bestimmt nicht an diesen Ort erinnert. Also haben wir es wohl geschafft, in Kroms Erinnerung einzudringen. Und Kanata ist irgendwo in diesen Erinnerungen gefangen. Ja, das ist möglich. Vorsicht, da diesen Kroms Erinnerung. Ich wäre kaum überrascht, wenn es hier Fallen gibt. Passt auf. Vorsicht ist unsere beste Verteidigung. Hilfe, Hilfe, hilf mir denn keiner? Nanu, was war das? Es kam von da drüben. Warte, du willst doch nicht einmischen, oder? Ruhig, Lumina, das ist nur eine alte Erinnerung. Denk dran, was der Kaiser gesagt hat, nicht involvieren lassen. Wie können wir deinen Hilferuf einfach ignorieren? Kanata würde das nie tun. Ja, aber... Leute... Wenn Lumina erstmal so ist, lässt sie sich nicht umstimmen. Gibt auf. Kommt mit, lasst uns helfen. Kommt nur her. Bitches. Weg damit. Kann man nicht alle erwischen? Ah, doch. Oh, schon kaputt. Ja, die kann man anscheinend mit bei. Ach, ist doch egal. Weg damit. Gut, dass die mal so viele neue Tränke fallen lassen. Geht es euch gut? Seid ihr unverletzt? Ja, mir geht es gut. Ihr habt mich gerettet. Ich verdanke euch mein Leben. Was waren das für Bestien? Das waren keine Bestien, das waren Soldaten. Das waren Walks. Walks? Das waren ganz normale Soldaten. Die Menschen haben diese künstliche Lebensform erschaffen. Okay. Kennt ihr sie denn nicht? Nein, wir kommen von weit her. Entfernung hat nichts damit zu tun. Wir gehören nicht in diese Erinnerung und... Entschuldigt bitte. Er hat sich beim letzten Kampf den Kopf gestoßen. Wir sind Reisende. Wer seid ihr? Reisende? Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Ula. Erlaubt mir die Frage, Ula. Es klingt vielleicht etwas sonderbar, aber wo sind wir hier? Nein, in der ersten Stadt natürlich. Früher hieß dieser Ort Wart. Diese Stadt wurde zur Abwehr von Bedrohungen errichtet. Sie war die erste Stadt, also wird sie heute erste Stadt genannt. Dann ist es wahr, das ist die Gründerstadt des Imperiums. Sie muss nach meiner Zeit aber lange vor eurer gegründet worden sein. Äonen vor unserer Zeit, wenn ich die Geschichte richtig verstehe, oder? Könntet ihr mir jemand erklären, wovon ihr spricht? Ach tja, also, ich fürchte, es würde recht lange dauern, das zu erklären. Jedenfalls ist es hier in der Zeit sehr gefährlich geworden. Warum kommt ihr nicht mit zum Labor, wo ich arbeite? Es ist nicht weit. Labor? Ja, am Ende der Straße dort. Das Gebäude auf der linken Seite. Ein sicherer Ort in vielerlei Hinsicht. Oh, 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 oh nein. Entschuldigt mich. Ich muss leider schnellstens zurück zum Labor. Schon in Ordnung, wir wissen eure Hilfe zu schätzen. Ich heiße übrigens Lumina. Danke, Ulda. Also Lumina, wenn ihr Zeit habt, dann besucht mich bitte im Labor. Euch allen noch einmal vielen Dank. Auf hinterher. Am Ende der Straße, das Gebäude auf der linken Seite, das sollte dann das hier sein.
Morgen. Oh, Lumina. Wer seid ihr? Weist euch aus, bevor ich die Wachen rufe. Kein Grund zur Beunruhigung, Professor Krom. Das sind die Leute, von denen ich euch erzählt habe. Na super. Ah, die Abenteurer, die Ulla erwähnt hat. Ja. Lumina? Loke? Habe ich eben richtig gehört? Keine Sorge, meine Lösung zufolge ist, das ist dein Gehör voll funktionstüchtig. Du meinst, das ist wirklich er? Sieht eher aus wie eine Sie. Und du? Du bist Krom? Nicht wahr? Kennen wir uns? Ich erinnere mich nicht an euch. Ich gebe gerne ein Autogramm, wenn ihr mögt, aber habt ihr einen Stift? Spar dir die Witze, Kumpel, du hast vielleicht Nerven. Züge dein Temperament wahren. Denk dran, wir sind in einer Erinnerung. Krom hier zu töten, hätte keine Auswirkungen auf die Realität. Galdra hat recht, Mann. Wir sind hier, um herauszufinden, wo Kanata ist. Halte dich an den Plan. Pah, diesen Phantomfritzen umzunieten würde mir trotzdem Freude machen. Professor Krom. Professor Tucker, das darf nicht wahr sein. Was für eine Katastrophe. Ah, erschreckt mich doch nicht so. So viele neue Gesichter hier zu sehen, macht mich nervös genug. Worum geht es denn? Worum es geht? Die Forks fallen in der Nachbarstadt ein, während wir hier reden. Oh herrje, das ist ja jammerschade. Jammerschade? Spinnt ihr? Das ist eure Schuld. Ihr seid für die Forks verantwortlich. Warum bei allen Weisen der Wissenschaft habt ihr dieses Monster erschaffen? Das sind Bestien. Nein, 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 Forks sind keine Bestien, sie sind die Lösung für das Mondproblem. Künstliche Erschaffung zum Trotz sind Forks beinahe identisch mit Menschen, außer was den Mond betrifft. Forks sind immun gegen seine Wirkung, Menschen nicht. Während der Mond sich die Zähne an ihnen ausbeißt, gewinnen wir Zeit. Und natürlich hält auch der Mondkessel die Kräfte des Mondes in Schach. Wir haben viele von euren Plänen gehört, aber mit den Forks Zeit zu schinden, Professor. Aber wie könnt ihr sicher sein, dass der Mond sie nicht auch verschwinden lässt? Welche Weise habt ihr für eure Theorie? Gut, dass ihr fragt. Es sind die Überreste einer frühen Zivilisation. Der Panzermenschen fielen einem Phänomen zu Opfer, das sie verschwinden ließ. Doch ihre Erfindung, eine motorisierte Rüstung, ging nicht verloren und dient heute als Grundlage für die Lucasfield-Technologie. Das beweist, dass die Panzermenschen, die damals über die Welt herrschten, nicht von ihren Schöpfern getötet wurden, sondern vom Mond. Ihr wisst, wie viele auf dem Spiel stehen. Wir können uns keine weiteren Rückschritte leisten. Euer Forscherkollegen und die gesamte Menschheit zählt auf euren Mondkessel. Enttäuscht uns nicht. Ich werde mein Bestes tun. Es grenzt an ein Wunder, dass ich bei diesem Druck überhaupt etwas zustande bringe. Warum bin ich schuld daran, dass die Forks wüten? Sie lehnen sich doch gegen die Politiker auf. Also wo war ich? Ach ja, meine Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Mond gewisse Regeln folgt. Die Regeln gesagt? Ja, anders gesagt geht es um das Prinzip, nach der Mondvernichtung betreibt. Der Mond versucht nicht alles und jeden auszulöschen. Man halte vom Mond, was man will, aber er handelt unvoreingenommen und rational. Wobei ich nicht belegen kann, dass ein Verstand oder ein Gemüt ihn beherrscht. Was ist dieses Prinzip, von dem ihr spricht? Wie entschuldigt der Mond, was er zerstört? Zivilisationsstufe und Werte der dominanten Völker wären denkbar Kriterien. Ebenso Friedfertigkeit, Höflichkeit oder Beiträge zur Zukunft. Ich vermute, der Entscheidung für ein neues Zeitalter geht gewiss ein breites Gutachten voraus. Ich glaube, er hat nicht Unrecht. Wenn ein Volk sich zu weit von der Harmonie in Richtung Chaos entfernt, wird es entfernt und geht verloren. Zweifellos. Einmal mehr hat der Mond ein Urteil gefällt. Und es sind die Menschen dieser Generation, die verschwinden werden. Wie schrecklich. Ich kann nicht glauben, dass du recht hattest. Obaro, der Mond ist an allem schuld. Gib nicht so leicht auf. Ich als Mensch habe nicht vor, das stumm hinzunehmen. Ich werde meine Freiheit verteidigen. Niemand herrscht über mich. Zu diesem Zweck hat Professor Krom den Mondkessel gebaut. Und wenn ein perfekter Mondkessel fertiggestellt wird, können wir den Mond nicht nur aufhalten, sondern über ihn herrschen. Der
Ein Prototyp der Maschine hat zur Erschaffung der Walks geführt. Durch die Kontrolle über die Kräfte des Mondes wurden schon Verluste verhindert. Und noch nicht mit optimalen Ausgaben. Unsere Methode ist entscheidend. Wir hätten bereits einen Misserfolg. Was ist passiert? Beim Test der neuesten Mondkesselversion floss die Energie des Mondes in den Professor über. Mein Leben zog vor meinen Augen vorbei. Hätte ich die lebensspendende Mondkraft nicht kanalisiert, wäre ich gestorben. Als vorherrschende intelligente Spezies dieser Welt dürfen wir niemals kapitulieren. So hatte ich ihn mir nicht vorgestellt. Ist das derselbe Krom, der Van hereingelegt hat? Wenn er nicht gerade über sein Fachgebiet spricht, wirkt er einfach nur wie ein scheuer Feigling. Vielleicht verwechseln wir ihn ja nicht eher mit einem Namensvetter, einem Zwilling vielleicht. Wäre möglich, immerhin wissen wir nichts über Kroms Vergangenheit oder über dieses Zeitalter insgesamt. Was war das? Fühlt sich an wie eine Art Schockwelle. Wie schreckhaft kann man denn sein? Und was war das für eine Explosion? Ich fürchte, die Walks haben die erste Stadt erreicht. Ulas Angreifer vorhin müssen die Vor dieser Walks gewesen sein. Ich verstehe das immer noch nicht, warum diese Zerstörungswut. Ganz einfach, seit die Menschen auf dem absteigenden Ast sind, haben die Walks Rayan die Rivalität gegen die Macht des Mondes sichert ihr Überleben. Als ihr Schöpfer sind wir Menschen an diesem Machtkampf ebenso schuld wie sie. Ah, das erklärt vieles. Sie können nicht zulassen, dass die einzige Rettung der Menschen Erfolg hat. Der Mondkessel. Aber bevor sie ihn zerstören können, müssen sie erst an ihm vorbei. An wem vorbei? Geht es euch gut, Professor Krom? Euer Majestät. Majestät, wie habt ihr mich gerade genannt? Neodorus, du Schlingel, wann hätte ich von deinem Aufstieg zum Aristokraten erfahren? Vom Walk zum Vicomte? Was? Das bin ich bescheidener Forscher ganz neidisch. Verzeihung, ich verstehe das alles nicht. Wie jetzt? Ist seine Majestät der Kaiser ein von Krom geschaffener Walk? Vielleicht verwechselt ihr Neodorus mit jemand anderem. Neodorus ist der erste Walk erschaffen aus simulierter Mondkraft. Etwas ganz Besonderes, müsst ihr wissen. Alle anderen Walks wurden auf Grundlage von Neodorus durch Massenfertigung erschaffen. Ach, Mist. Also Neodorus, was hältst du von diesen Leuten? Ich erkenne eine Person mit einer streitbaren Wesensart, aber keine akute Bedrohung. Die anderen in diesem Raum sind eher verwirrt als freizügig. Hat er unsere Gedanken mit mentalen Kräften gelesen? Wer wusstet ihr von den mentalen Kräften? Neodorus ist der einzige Walk, dem ich sie gab. Betrachtet ihn als eine Art Frühwarnsystem. Er warnt mich vor Bedrohungen, sodass ich rechtzeitig darauf reagieren kann. Typisch für unsere ängstlichen Professor. Neodorus Beistand ist zu verdanken, dass ich mich voll der Forschung widmen kann. Ich bin sehr stolz auf ihn. Ein unverdientes Lob, doch ich weiß es zu schätzen. Vielen Dank. Ich hätte ihm einen besseren Sinn für Humor geben sollen. Entschuldige mich, ich hab Wachdienst. Bitte ruft, wenn ihr mich braucht. Ulla, du brauchst keine Angst vor mir zu haben, weißt du? Verzeiht, ich weiß, dass du nicht bist wie die anderen. Keine Entschuldigung nötig. Ich verstehe das Dilemma. Was sollen wir jetzt tun? Hier können wir nicht bleiben, wir müssen Kanata finden. Die Walks werden uns die Suche nach ihm nicht leicht machen. Es könnte zu riskant sein, sie fortzusetzen. Dann ist es also gefährlich. Na und? Wir kannten das Risiko, bevor wir hierher kamen. Suchen wir weiter. Am besten drehen wir jeden Stein in der ersten Stadt um. Alles in Ordnung, Obaro? Es kam nur eben alles so vertraut vor. Hat gewiss nichts zu bedeuten. Ich fürchte, wir haben keine Zeit, in Erinnerung zu schweigen. Obaro, kann er das Leben ist in Gefahr. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Ausgangspunkt, nehme ich mal an. Wo sind wir? Wir sind zurück am Anfang. Heißt das, die Erinnerung, die wir gerade gesehen haben, vorbei ist? Ach, ich drück zu schnell. Seht dort, Meerstrudel.
Und unser nächstes Ziel? Wir sollten uns beeilen. Und wir sollten erstmal speichern. Das ganze Geblubber gebe ich mir nicht nochmal. Auf geht's. Hier sind sogar zwei Strudel. Oh, das wird der alte, ne? Komm mal jetzt raus. Oh, wieder hier. Hier schon wieder. Ich spüre, dass wir weiter in der Zukunft sind als vorher, aber ich bin nicht sicher. Kanata ist nicht hier. Das kannst du von... Das du wahrnehmen, Luke? Ja, und Kanata ist nicht hier. Wo ist er dann? Meine Sorge sind berechtigt, aber noch ist nicht alles verloren. Wir haben noch nicht alle Erinnerungen hier erreicht. Fahren wir fort. Warum bist du dir so sicher? Der Kaiser sagt, du kommst zur Erinnerung und beherrschen kann das Bewusstsein. Aber was könnte das bedeuten? Keine Erinnerung wird ewig, jeder hat Anfang und Ende. Nennen wir dieses Ende Geistende. Wo kann das Bewusstsein auch sein, Mark? Wir werden es am Geistende finden. Dann wissen wir, wohin wir müssen, um Kantas zu finden. Zum Geistende. Oh, wie einfach. Ich glaube ja. Was mich beunruhigt, ist, dass die beinahe sichere Krieg zwischen Menschen und Wargs. Was, wenn wir in den Konflikt verwickelt werden, bevor wir das Geistende finden? Damit unser Verstand auf ewig in der Vergangenheit gefangen bleibt. Unser Geist und Körper in der realen Welt werden vergehen. Wenn du glaubst, dass ich das zuließe, niemals. Selbst wenn ich mein Verstand hier gefangen bleibt. Solange mein Körper funktionstüchtig ist, stirbt er nicht. Glaubst du, das Kommando behält einen bewusst bewegungslosen Geraoid auf ewig? Ich verfrachte ihn doch bei erster Gelegenheit auf die Müllkippe, todsicher. Das möchte ich nicht. Lass ihn in Ruhe werden. Hältst du es für etwa für witzig, Luke Angst zu machen? Auf jeden Fall müssen wir jetzt vorsichtiger sein als je zuvor. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Da müssen wir doch schon die ganze Zeit. Da. Nanu, ist das Ulla? Woher kennt ihr meinen Namen? Oh, Lumin, oh, die kann sich erinnern. Hilfe, bitte helft uns. Was ist passiert? Beruhigt euch und erzählt uns, was geschehen ist. Wir brauchen eure Hilfe. Ich bin Morif, wir stecken in der Klemme. Ich bin Tungus, der Professor wird enttäuscht von uns sein. Ich bin sehr wohl, wir müssen uns um das Theromid kümmern. Nicht zu schnell, ihr drei, fangt noch einmal von vorne an. Es tut uns ja so leid. Der Professor bat uns, in der Stadt etwas Theromid zu beschaffen. Theromid kann man nicht einfach so kaufen, warum kapiert das keiner? Euch in eine von Walks überrannte Stadt zu schicken, ist verantwortungslos. Warum habt ihr keinen Gleitschutz? Hatten wir ja, aber er ging unterwegs verloren. Was willst du tun, Lumina? Wir können sie nicht im Stich lassen. Ich begleite sie zurück zum Labor. Hey, hast du etwas vergessen, wozu wir hier sind? Wir haben keine Zeit für diese wichtige Babysitter zu spielen. Aber! Kein Aber, das ist eine schlechte Entscheidung. Wir dürfen jetzt keine offenen Konflikte riskieren. Wenn wir den Walks aus dem Weg gehen, vermeiden wir die meisten Kämpfe. Danke, Galdra. Also, woher wolltet ihr euer Theromid beschaffen? Vom Händler. Ach ja? Nun, wo ist denn dieser Händler? Er versteckt sich irgendwo in der ersten Stadt vor Gefahren. Die Frage ist, wo? Ihr seid ziemlich ahnungslos, was? Sag ich doch, schlechte Entscheidung. Was meint ihr anderen dazu? Könnte eine Weile dauern. Denkt daran, dass wir uns aus Kämpfen raushalten sollten. Wir müssen vorsichtig sein, damit die Walks uns nicht sehen. Ich mach so alle platt, ist mir egal. Stimmt, tut mir leid. Ich glaub, nicht so anstellen. Ich mach die platt, da, komm her. Ach, ich darf gar nicht gesehen werden. Oh, Wahn, kannst du nicht. Bitte nutzen wie damals im Gefängnis? Das Gebiet ist zu groß, wir könnten zu viel Schaden anrichten. Wir könnten dabei sterben, deine Entscheidung. Nein. Ah, ist ja scheiße. Ich kann die wegblasen oder so. Oh, der hat aber eine große Reichweite.
Ja, geht nur weiter. Dreht er sich mal nochmal um, der da? Oder bleibt er da stehen? Ich keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Das ist natürlich das Hauptproblem an der ganzen Geschichte, aber... Oh, oh. Oh, ne, 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 warte. Ich laufe einfach mal, ne? Merkt man. Gucken, wo ich dabei rauskomme. Wissen, wie der sich bewegt, wenn er sich überhaupt bewegt. Er bewegt sich natürlich runter. Scheiße. Aber er sieht mich nicht. Ah! Verdammt, zu früh los. Oh, von ganz Anfang an wieder. Wie ätzend das da ist, ne? Keine Ahnung, wo ich suchen muss. Ich kann einfach nur auf gerade wohl langlaufen. Da habe ich nicht mal zu kämpfen. Muss hier noch einen auf Metal Gear Solid machen. Noch einer von links. Oh, hast du mich echt jetzt gesehen? Jetzt kommt, Leute. Macht seid denn so pinzig hier? Das ist doch. Da haben wir ein Sichtfeld, das ist ja abnorm. Ah. Das wird längere Zeit in Anspruch nehmen, das hier. Vor allem besteht die Gefahr, dass ich ständig am Händler vorbeilaufe und. Ist gar nicht checke. Das ist die größte Gefahr. Da muss man gemütlich sein. Passt das auch vom Nachbarn. So, bleiben wir mal hier stehen in der Kiste, bis der Typ von links kommt. Hoffentlich weit genug weg ist, dass ich an ihm vorbeikomme. So, an dem sind wir vorbei. Ist noch einer. Scheiße. Oh, jetzt kommt er. Das ist doch kacke, Alter. Kann ich irgendwas machen bei denen, wenn ich davon hin. Ach so. Das geht. Dann hau ich die jetzt doch alle nieder, ja. Dann gehen sie mir nämlich auf die Nerven, wenn ich sie niederkloppe. Machst du alle platt. Ich hau sie alle ins Koma. Koma Wars! Komm her! Ah, den kann. Bam! Ins Genick! Bam! So macht das Freude. Ja, so kann man spielen. Und der checkt das gar nicht. Ich hau einfach allen die Fresse ein. Klatsch! Schmeckt's? Himbeerkuchen. Komm jetzt. Ich weiß, dass du da hochkommst. Boom. Sitz. Was noch einer? Prophylaktisch. Machen jetzt erstmal alle Haier.
Unten kommt noch einer hoch. Ich weiß es. Er steht da, guckt mich schon an. Dreht sich jetzt rum. Dann laufen wir mal hinterher. Ah, er dreht sich einfach nur rum. Oh. Was macht der Bobo? Da ist der Händler. Gefunden. Hey, seht mal, da drüben ist der Händler. Er ist es. Ihr habt ein gutes Auge. Was für ein Glück. Der Professor kann seine Forschung fortsetzen. Ich bin Morif. Der Professor wird hoch erfreut sein. Ich bin Tonks. Wir sind euch ja so dankbar. Ich bin Serbol. Die Waffe, an der wir arbeiten, wird euch gefallen. Wisst ihr was? Ihr könnt sie haben, wenn ihr damit fertig seid. Haha, herrlich. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Vielen Dank euch allen. Ich weiß, dass ihr Krom treu ergeben seid, aber hört meinem Rat. Ach, traut ihm nicht. Ihr irrt euch. Niemand ist so rücksichtsvoll und gütig wie der Professor. Entschuldigung, ich drücke manchmal einfach zu schnell X. Er will uns vor dem Einfluss des Mondes retten und erwartet keine Gegenleistung. Außerdem weicht Neodeus ihm nie von der Seite. Ja, er ist immer in der Nähe, richtig? Neodeus hat mentale Kräfte. Hätte der Professor böse Gedanken, wisst ihr es. Deshalb wissen wir, dass der Professor aus reinen Motiven handelt. Klingt gut. Als hättest du eine ganz eigene Meinung von unserem perfekten Professor. Ja, so viel zum Thema Waffe, ne? Wir kehren zurück, wenn ein Erinnerungsstrang endet. Ich fange an zu verstehen. Seht da drüben, ein neuer Strudel. Nummer 3. Oder eine Falle. Kaum, warum sollte dies eine Falle sein, wenn die vorige keine waren? Obaro hatte nicht Unrecht. Kanata wartet uns auf der anderen Seite. Ich gebe erst auf, wenn es gar keine Chance mehr gibt. Soll das heißen, es gibt einen Punkt, an dem du aufgibst? Ich finde auch, wir sollten weitermachen. Kanata ist da draußen, wir müssen ihn finden. So, speichern. Hey. Lösen sich einer von meiner Truppe auf, ne? So, jetzt mal bitte speichern. Das Streben von Krom. Gut, speichern wir eine Runde und machen damit auch eine Pause. Im nächsten Part geht es hier nahtlos weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut. Bye.